Mit nur einem Herz betreten wir Level 2 Schlangengruppe. Willkommen zurück zu Oracle of Seasons. Wir erhielten beim letzten Mal den Stab der Jahreszeiten und erhielten den Geist des Winters und können wir überall Winter erschaffen, wann wir es wollen. So, Kanonenkerne hatten wir auch noch am Ende noch gefunden. Ich mache jetzt mal hier Licht erstmal. Ja. Schlangen. Hier zeigt er ein Pfeil. Da können wir in der Mauer wegspringen. Ah. Pff. 76 hatte ich, ne? Schatzmauer, ja. Und sind sehr geheime Rubine. Manchmal gibt es ein. Hier war jetzt ein 5er. 30er vielleicht waren da irgendwo. Auf jeden Fall 100, 500 habe ich jetzt. Ja, cool. Und Bombe, alles einsam immer. Wäre das Schlangengruppe? Hm. Ein paar Schlangen waren schon mal. Okay, ich gehe mal so rechts lang. Das schieben wir nach rechts und dann kommen wir weiter. Mhm. Mhm. Lauf, Link. Kleiner Schlüssel. Okay, ich laufe mal kurz einfach mal hinterher und sterbe fast hier. Mhm. Zu spät geschlagen, neu gemerkt. Deswegen gibt es da auch Bombe, ne? Autsch. Zack, zack. Fall runter. Kleine. Oh. Komme ich da auch noch nicht durch. Ich brauche ein neues Item. Aber wir haben ja einen Schlüssel, also können wir ja jetzt woanders lang schauen. Hier noch irgendwo lang gehen. Wir könnten aber natürlich auch runter und dann rechts rein nochmal. Vielleicht gibt es auch immer Gegner besiegen. Und du willst zurück, dann besiegt die ganzen Gegner. Vielleicht gibt es da ja eine Karte. Ein paar Schlangen, die wir einmal besiegen müssen, und dann können wir diesen Stein wegschieben. Kompass, sogar noch besser. Und dann gibt es Karte hier unten. Oh, 5 Rubinen. Hm. Ist aber schwer. Hm. Schlange, komm her. Ein weiterer Schlüssel. Oh, das ist natürlich gut, dass wir hier lang gegangen sind.
Yep. Sonst stellen wir gleich vor einer geschlossenen Tür. War dumm, ne? Das Schloss nochmals hier rein. Ich muss sie da klein schubsen. Nicht mich da rein. Ich hab doch mal einen Bumerang. Ja, und jetzt können wir eine Bombe einfach schmeißen. Und dann erhalten wir eine Truhe. Du hältst das Kraftarmband. Halte den Knopf und drücke Steuerkreuz, um schwere Dinge zu heben. Okay. Hier wieder die Gegner, sonst stören die ja. Der Bumerang nicht, die sehen fast gleich aus. Und die Karte, war schön. Kommen wir auf jeden Fall heute durch, das ist klar. Weil Dungeon ist nicht so groß, wie man sehen kann. Die Frage ist jetzt, wo lang? Wo wir vorher nicht durchkamen. Ah, durch diesen Tunnel, ne? Irgendwo. Hopp. Nein, das ist eine blöde Idee, wir laufen hier lang. So, dann hier lang. Sehr schön. Bum. Schnell raus. Ja, nimm ein Rubin mit. Brauche ich das Kraftarmband jetzt? Ja. Muss man extra ausrüsten. Hätten wir jetzt diesen einen Schlüssel nicht, dann müssen wir wieder einmal komplett zurücklaufen. Nein! Na, das ist spätestens hier. Wenn man dann in der Sackgasse und müsste dann zurück. Zwischenboss? Komm her, zeig dich. Hat das Gesicht im Boden schon wieder? Gab's den Boss nicht bei Ages auch? Oder bei Link's Awakening? Verschlungen. Ja, in dein Gesicht. Ja, ging aber schnell wieder weg. Mhm. Okay. Gerade so mal geschafft. Wir wollen gerade abholen. Nein, nicht zurück. Kommen wir natürlich am Start raus, das ist gut. Jetzt ist die Fee weg, schön. Hier geht's weiter.
Gegner, Gegner, Gegner. Ja. Zerstör sie mit Bomben. Okay. Dennoch was? Ja, nicht so was hier. Ja, das heißt, wir müssen jetzt von oben kommen und dann gehen wir nach rechts. Mal schauen, was die Eule sagt. Alles mitnehmen. Kann wichtig sein. Ein offenes Maul ist sensibel. Große Kraft bringt ein Ende. Okay. Was wichtig ist, wenn wir sehen. Ich glaube, hier war irgendwo ein geheimer Eingang, oder? Nicht? Wir brauchen einen großen Schlüssel. Ach nee, ganz anders. Jetzt müssen wir noch rumlaufen, von oben kommen. Deswegen die geheime Wand. Oh. Und wir brauchen noch einen scheiß Schlüssel, ernsthaft? Und wo soll er sein? Okay. War jetzt hier noch ein Durchgang nur. Jetzt habe ich irgendwas übersehen. Ich kehre mal zurück. Hier war auch nichts. Zweimal nach oben und dann nach links könnten man noch. Moment. Zweimal nach oben. Also, das war noch ein geheimer Raum. Hä? Ein Schlüssel. Schlüssel müssen wir irgendwie bekommen vom Gegner besiegen. Oder aus der Truhe. So, erstmal. Kurz einmal nach oben. Gucken, ob wir das einmal bekommen. So, wir laufen zurück. Laufen wir hier echt einmal in die Runde. Hier war auch nix. Ja, nicht, dass es hier noch irgendwie etwas gibt, ne? Aber sonst will ja Geräusch machen. Und hier war der Schlüssel, den hatten wir schon. Hä? Eigentlich müsste ich jetzt hier nach links können, aber ich glaube, da kommen wir über eine Treppe hin. Oh, er hat die erste Schwierigkeit jetzt hier meistern. Irgendwas übersehen. Ich glaube, den normalen Weg geht nochmal. Ne, da war nichts. Da war nichts.
Irgendwo muss was sein. Da hier runter. Ah. Okay. Und da ist eine Treppe. Das sieht doch mal gut aus. Gashaken. Können hier runter. Sind wir im Level, okay. Muss ich jetzt außen rum oder hier innen? Ja, doch, den inneren Ring. Okay. Ich glaube, ich war zu langsam. Ach ja, Deko. Nein, ich will ihn kaufen. Egal, wie wär's? 10 Bomben. Egal. Dafür gibt es ja diesen Deku. Moment, go, go. Ah, sehr schön. Mit dem können wir jetzt diese eine verschlossene Tür öffnen. Und dann geht es auch schon weiter. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten dahin? Er wird sich ja einfach weiterlaufen und dann. Bombenstimmung. So eine Kleinigkeit übersehen, ne? Dann läufst du ja halt durch den ganzen Dungeon, bis du das dann findest. Ich habe schon gedacht, ja. Den Einschuss haben wir gefunden, perfekt, und dann fehlt uns trotzdem noch einer. Die anderen Gegner da. Hopp. Na, hier ist einfach gar nichts, außer rechts ist der Truhe, aber wir kommen so nicht hin. Aber wir müssen von oben nach rechts dann kommen. Oh, jetzt laufen wir irgendwie in die Runde. Ja, ich kann gut mitnehmen. Wie geil ist das denn? Bis zu diesem Zeitpunkt dann. Hm. Okay. Nein! Warum fällt's da runter? Muss ich jetzt. Ich muss wahrscheinlich da oben rechts lang.
Easy, große Schlüssel. Schlangen, 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 Schlangen. Ich muss jetzt genau unten, das heißt den Armdrück nehmen. Da müssen wir ja die Dinger noch besiegen. Aber Double Kill? Sehr gut, keine Zeit von ihm. Zwei paar Herzen sollten ausreichen, ja, komm. Kein Herz mehr. Auf jeden Fall Bomben. Brauchen wir hier den Boss. Ja. Reitmeißenbombe. In die Stacheln reinschmeißen. Du warst schon ab, habe ich gar kein Schwert, oder? Nö. Erst wenn der Mund aufmacht, dann. Ein Herzcontainer, danke schön. Schmeiß Bombe weg noch, ja. Da haben wir auch alles da, ne? Schön. Du erhältst die Kabel der Zeit. Von Essenz der Natur. Da hat kein, wenn sich die Jahreszeiten durch die Kabel der Zeit ändern. Gut. Dungeon beendet. Folge gleich beende. Danke, Basti. Mir wurde ein Stück der Gabe der Zeit zuteil. Ich träumte eben vom Schwindelsumpf im Westen. Etwas ist dort im Gange, doch ich kann nicht erkennen, was es ist. Ja, oh, was? Und wie wir da hinkommen, wo dieser Sumpf für sich befindet und was uns dort erwarten wird, erfahren wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Herzlich. Fürs Zuschauen, sagt nur noch, ich glaube, was ich. Bleibt fit im Chat und ciao.